Maisbau-Varieté wird es heiß. Heute Abend feiert die neue Show Burlesque Affairs in Stuttgart Premiere. Mit einer Mischung aus Erotik, Tanz und Akrobatik sollen die Zuschauer für einen Abend in die Burlesque-Welt entführt werden. Für meinen Geschmack braucht eine gute Burlesque-Nummer ein ausdrucksstarkes Kostüm und sie braucht immer ein bisschen das Spiel mit dem Publikum, damit es ein gemeinsames wird. Es geht um Verführung, also sollte man nicht zu sehr in seiner eigenen Welt verhaftet bleiben. Also ich mag es zu spielen, auch Vintage-Acts oder auch nostalgische Acts in modernes Ambiente zu holen, auch näher an Puls der Zeit, und ich mag es auch gerne, ein bisschen skulpturell zu arbeiten. Für die Show sind Burlesque-Künstler aus der ganzen Welt nach Stuttgart gereist. Die italienische oder die mexikanische Burlesque gibt es aber laut Regisseur Ralph Sand nicht. Das sind schon extreme Freigeister. Das heißt, jeder hat so seine persönlichen Vorlieben, überlegt sich, was er darstellen möchte. Und das ist jetzt nicht so wie im artistischen Bereich. Also da kann man eher die Handschrift erkennen, von welchem Kontinent zumindest kommt eine Nummer. In Burlesque ist es wirklich komplett offen. In Stuttgart gibt es für Burlesque-Fans inzwischen einige Angebote. Das monatliche Corso-Kabarett zum Beispiel oder die Manège Rustique im Kellerclub. Auch bei der Stuttgart-Nacht sind die Burlesque-Shows beliebte Programmpunkte. Burlesque ist aus Amerika rübergeschwappt mit natürlich der Name Dieter von Teese, die das Ganze populär gemacht hat Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und seitdem hat es eine Trendwelle genommen, die von den USA über London nach Berlin und jetzt in ganz Deutschland sehr populär geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Auch hier in Stuttgart, wo es jetzt schon das zweite Stuttgart Burlesque Festival gab, ist es sehr gut angenommen worden. Ja. Die Show läuft bis zum 13. Mai, jeden Abend von Mittwoch bis Sonntag. Tickets gibt's für Schüler und Studenten ab 28 Euro.